Moin Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher 1. Ich habe schon gesagt aufgenommen, der Part wurde irgendwie nicht aufgezeichnet. Zum Glück habe ich das rechtzeitig gesehen und den Part wieder angefangen aufzuzeichnen. Ja, klingt komisch, ist auch komisch. Ja, das hat hier irgendwie einfach abgekackt, so, ne? Basanga, bleib da sitzen. Du musst mich nicht folgen, bleib einfach da. So, und ja, mal gucken. Zittersporn muss also auf jeden Fall die alte auf dem Feld, die Alina, eine Ballade singen oder vorspielen, damit sie in Frieden finden kann. Ich hoffe, bei Zittersporn werde ich, also in der Taverne werde ich auch Julian treffen. So, Moment, hier ist doch die Taverne, ne? Da mache ich die weite Reise und sehe Gasthaustür, also das ist ja eine Taverne. Dorfgasthaus. Julian, ey. Wo ist Julian? Ah, da ist Julian. Geralt? Ich habe Berengars Auftrag übernommen und will das Problem selbst lösen. Wir haben ein ernstes Problem. Die Unterwasserstadt ist die Quelle für den Reichtum des Dorfes. Vor einer Weile verschwand eine Gruppe unserer Taucher. Später haben wir ihr Boot gefunden. Es trieb führerlos auf dem Wasser. Darin... Es war ein Gemetzelhexer. Jemand hatte sie in Stücke geschnitten. Dann erfuhren wir, dass die Vodianoi ein Ungeheuer anbeten, das nach Menschenblut lechzt. Sie bringen ihm auf der Insel blutige Opfer dar. Wenn ihr diese Monstrosität eliminieren würdet... Habt ihr versucht, mit den Vodianoi zu reden? Das hat keinen Sinn. Sie verstehen unsere Sprache nicht. Und die Unterwasserruinen stammen von einer Stadt der Menschen. Wir haben ein Anrecht auf alles, was dort ist. Tötet Dagon, so heißt das Ungeheuer. Das ganze Dorf wird es euch danken. Und ich gebe euch einen der Diamanten meines Großvaters. Wird erledigt. Dagon kommt aus dem Wasser, wenn Blut über den Altar fließt. Fischleute bluten ebenfalls, wisst ihr? Eine Übereinkunft mit den Vodianoi ist möglich. Glaubt ihr? Das ist der Wille der Herrin des Sees. Habt ihr etwas dagegen einzuwenden? Nein, Hexer, ich bin nicht dumm. In dem Fall brauche ich etwas, das eure Ergebenheit ihr gegenüber und euren Wunsch, mit den Vodianoi Frieden zu schließen, symbolisiert. Natürlich gebe ich euch etwas. Was soll es sein? Die Ablasterfigur, die einen Jungen... die einen Jungen wurde ja neu darstellt, der ein Wasserelementargeist fängt. Alinas Brautkranz, der Diamant. Alabasterfigur. Alabasterfigur. Ihr nehmt. In Visima hätte er einen guten Preis eingebracht. Aber Friede ist wichtig. Ich hoffe, das ist auch. Ne? Um Dagan herbeizuführen, muss ich seinen Gefolgsmann töten oder so. Was stand da? Jetzt muss ich mit Zittersporn sprechen. Geralt? Ich brauche eure Hilfe. Gut, raus damit. Ich brauche ein Gedicht. Eine Ballade. Kein Problem. Aber wenn ich es richtig machen soll, muss ich wissen, für wen. Alina. Soll sie nicht übermorgen heiraten? Nicht mehr. Also, worüber soll ich schreiben? Über den Tod, Rittersporn. Alina ist tot und ihr Geist wandelt tagsüber auf den Feldern umher. Wir müssen ihr irgendwie begreiflich machen, dass sie nicht mehr zu den Lebenden gehört. Das ist kein alltäglicher Auftrag. Aber schließlich bin ich Profi. Gibt es irgendwelche Vorgaben? Provoziert sie nicht und keine Witze. Sie ist gefährlich. Ich brauche Zeit. Ihr habt Zeit bis Sonnenuntergang.
Trefft euch vor Einbruch der Dämmerung auf den Feldern mit mir. So, vor Einbruch der Dämmerung. Genau, ja. Gut, dann hauen wir hier ab. Ich hoffe, die Herzen des Sees ist jetzt damit irgendwie einverstanden mit dem Geschenk. Aber ich glaube wohl kaum irgendwie. Durchgang zum Dorf. Ja, hier. Oh Mensch, ey, da bin ich jetzt ob das klappt? Ne, das wäre gut. Guck mal, schau mal, jetzt bekomme ich doppelt, quasi einen doppelten Bonus, so, ja. Ich töte für beide Fraktionen Dagon und dann bekomme ich einen Diamanten. Und etwas von den wollt ihr neu. Wisst ihr, so muss man das machen. Ja, ein bisschen um zu laufen. Alles klar, mach schon. Also wo eigentlich? Weil, hey, war ich da schon mal, wo wir uns treffen müssen? Oder sollen? Achso, dort, ja. Die Sonne erschüttert die Erde. Das Getreide fällt vom Halm. Kommt mit mir, Wanderer. Kommt mit der Mittagserscheinung. Aha. Wir sollen hier pennen, ne? Ich muss ja irgendwo, da hinten kann ich rasten. Eine Feuerstelle. Das ist gut, weil ich will hier ja nicht stehen bleiben, ne? Also, am Abend. Moment. Vor der Dämmerung, ne? Also zur Dämmerungszeit so. Boah, Alter, das sieht hier jetzt geil aus. Das sieht hier jetzt schön aus, finde ich. Das ist echt richtig gut, ey. Muss der Typ jetzt nicht hier irgendwie sein? Nee. Anscheinend nicht. Der Alvin. Irgendwie, der kommt die ganze Zeit mit mir mit und irgendwie bleibt er stehen. Ich weiß nicht. Der Junge ist komisch. So. Komm, eine Stunde vorm Abend. Vor der Mitternacht. Ich hoffe, das wird gehen. Aber das war mir schon irgendwie ein bisschen klar, weil es ergibt keinen Sinn. Steht ja nicht... Mann, nach Rittersporn hat sich bereit erklärt, bis zur Abenddämmerung für die Mittagserscheinung zu singen. Wir treffen uns am Abend in den Feldern beim Himbeerstrauch. Bis zur Abenddämmerung. Weil jetzt sind die natürlich nicht da, ne? Weil die kommen nur am Mittag. So... Am Abend sind die weg. Schlafen anscheinend. Nein, keine Ahnung. Ich penne mal so bis 22... Moment, bis 22 Uhr. Also 22 Stunden meine ich. Ja, 22 Uhr. Nee, gar nicht, aber egal. Nee, das ist schon zu spät, ne? Glaube ich.
Vielleicht 23 Stunden. Ja, da habe ich wieder irgendwie mein Spiel minimiert. Ey, das passiert mir irgendwie letzte Zeit zu oft. Nein, diese ist jetzt nicht da. Da muss ich wahrscheinlich eine Stunde... Was? Ich schaff das gerade echt nicht, ne? So, leg dich schlafen, Geralt. Ich mach das jetzt, ja? Oh, ich bin jetzt mal so bis... Ja, so irgendwie... Wird schon irgendwie klappen. So, ist jetzt der Typ da? So, ich bin nochmal schlafen gegangen und dann kam auf einmal Zettersporn. Geil, ne? So schnell kann's gehen. Auf einmal ist er da. 20 Uhr. Geralt? Was macht das Gedicht? Können wir das nicht morgen machen? Zu spät. Ihr müsst improvisieren. Meister Zettersporn, ihr sollt zu meiner Hochzeit aufspielen. Werte Dame, Geralt und ich haben ein kurzes Gedicht für zwei Stimmen verfasst. Möchtet ihr es gerne hören? Was? Fahrt fort. Die Lippen versiegelt, die Augen leer, die Brust eiskalt. Sein Herz schlägt nicht mehr. Noch in dieser Welt, doch kein Teil mehr von ihr. Kein Bettler, kein Bote. Wer ist dieser Mann? Noch in dieser Welt, doch kein Teil mehr von ihr. Kein Bettler, kein Bote. Kein Bote. Ein Leichnam. Ihr seid der Leichnam. Werte Dame, verzeiht. Eine Hornisse hat meinen Freund ins Ohr gestochen und ihr Gift ist ihm ins Hirn gesickert. Leichnam reimt sich wirklich perfekt auf Bote. Geralt, versucht es nochmal. Die Lippen versiegelt. Die Augen leer, die Brust eiskalt. Sein Herz schlägt nicht mehr. Noch in dieser Welt, doch kein Teil mehr von ihr. Kein Bettler, kein Bote. Wer ist dieser Mann? Der Tote. Der Tote. Neues Leben entsteht, wo es Hoffnung gibt und Glück. Seine Seele erstrahlt, denn die Erinnerung vergisst ihn nicht. Der Tote kehrt ins Land seiner Jugend zurück und sucht der Liebsten Gesicht. Seine Brust hebt sich, bleibt jedoch kalt. Die Lippen geöffnet, ein Blick hat geglänzt, in die Welt zurückgekehrt, doch in des Todes Griff. Wer ist dieser Mann? Der Verstorbene. Der Verstorbene. Euer Hirn scheint verstorben zu sein. Oh. Nicht mehr Mühe. Neues Leben entsteht, wo es Hoffnung gibt und Glück. Seine Brust hebt sich. Ein Gespenst. Hört auf! Hört auf! Selina hat mich getötet. Meine Seele wird erst Frieden finden, wenn ich gerecht bin. Was? Alina, ich bin Selina. Wie du siehst, bist du gerecht worden. Selina, gib nicht dir die Schuld. Ich weiß, du wolltest mich nicht töten. Ich bereue es so sehr. Aber es gibt Gerechtigkeit. Ich bin verdammt, bis ans Ende der Zeit nachts über die Felder zu wandeln. Vielleicht. Aber wenn wir den Fluch aufheben könnten, sehe ich keinen Grund, wieso wir nicht... Helft ihr mir, Hexe? Ich werde es versuchen. Nein. Warum habe ich Abigail gerettet? Waren ihre Ehre oder ihre Tugend in Gefahr? Nein, weil das Gesetz gebrochen wurde? Nein. Habe ich das kleinere Übel gewählt? Nein. Der Geistliche und seine Schäfchen trafen eine Entscheidung.
Ich bin ein Hexer. Ich richte nicht und ich strafe nicht. Ich löse die Probleme der Menschen nicht immer mit dem Schwert. So, sehr gut. Die Quest haben wir jetzt beendet. Ja, und zwar hätten wir das mit Abigail nicht gemacht, sondern hätten sie halt irgendwie getötet oder sonst was. Dann hätten wir nicht den Weg wählen können, den wir jetzt gewählt haben. Sondern wir müssten... Weiß ich nicht. Ich habe im Internet geguckt. Wir müssten Adam, also den Geliebten, müssten wir dazu zwingen, also nicht zwingen, aber wir müssten mit ihm sprechen, er würde sich selbst das Leben nehmen, um dann zu ihr zu sprechen. Bis das der Tod uns scheidet, ne? Würde ich mal sagen. Oder die scheidet. Ja. Und, die Selina, die kann man auch befreien mit einem Kranz oder so. Den habe ich aber, glaube ich, nicht. Aber die Quest würde ich eh nicht machen wollen. Einfach, weil die Quest verbuggt ist. Hier. Gold am Reif und Alabasterfigur. Jetzt sprechen wir mal mit Julian und danach gehen wir zur Herrin des Sees. Jetzt müssen wir auch noch alles machen, ne? Mal gucken, was Julian uns so gibt. Vielleicht steigen wir auch ein Level auf. Wobei, das ist ganz schön viel. Ich meine, schaut mal. Ach ja, ich wollte den Sound lauter machen. So, überall so in der Hälfte. Damit ich später weniger nachbearbeiten muss. Weil meistens mit TX-Story ist der Sound irgendwie leiser. Ein bisschen komisch ist das. Na, Julian? Geralt? Ich habe für Alina getan, was ich konnte. Wie ist es passiert? Alinas Seele fand Frieden. Selina hingegen, ihr konnte ich leider nicht helfen. Hab Dank, Geralt. Ich bin am Boden zerstört. Vor ein paar Tagen war ich ein glücklicher Mann. Aber jetzt, ich weiß nicht. Vielleicht kehre ich nach Kovir zurück. Oh Gott, wir haben ganz schön viel Quest bekommen. EP bekommen. Ja gut, die Quest haben wir jetzt komplett abgeschlossen. Also sind wir damit durch, ne? Mit den Geschwistern. Ja, komm zum Seeufer. Hier, kann das sein, dass die Sachen vielleicht am Altar stehen, was man... Also, wir konnten doch lesen, was am Altar steht, oder? Glaube ich. Gab es da nicht einen Text? Vielleicht steht dort, was wir brauchen. Könnte ich mir zumindest eigentlich recht gut vorstellen. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal zur Herrin des Sees. Mal sehen. Moment, wenn ich das Schwert ziehe, könnte ich den jetzt attackieren? Nee. Das ist eine Wyvern, scheiße. Scheiße, da kommt eine zweite Vivan. Mann, kein Bock gegen die zu kämpfen. Anhänger Dagons. So, jetzt komm her, wurde der neue Priester.
Alter, was geht denn mit uns ab hier gerade, ey? Hier, ultimativer Rage-Modus, Alter. Sehr gut. Mal gucken, was die Herrin des Sees jetzt nun sagt. Ich hoffe, die ist jetzt überhaupt anzutreffen, weil es dunkel ist. Und wer weiß, vielleicht pennt die ja irgendwie irgendwo. Nee, die ist nur wach. Ey, der Mond ist Gold. Wieso ist der Gold? Der muss wertvoll sein. Ja? Ja? Herrin, sind dies die Gegenstände, die ihr wolltet? Ja. Hier. Lasst einen Tropfen meines Blutes auf den Altar fallen. Fordert Dagon zum Duell. So sei es. Geil. Richtig geil. Geil, geil, geil. Jetzt also einen richtig dicken Kampf, oder was? So sei es. Dann nehme ich aber auch ein paar Sachen davor, irgendwie, ne? Schwalbe und so habe ich. Ich meine nur halt, damit meine Ausdauer schneller regeneriert. Nehme ich da zum Beispiel Essigwasser und so. Also alles Natürliche, jetzt keine Tränke. Erstmal. Und ansonsten, wenn es zu schwer wird, dann nutze ich natürlich meine Tränke. Ja, selbstverständlich, ne? Ich weiß nicht genau, was dort zu finden ist an dem Altar. Der Kreis der geschwundenen Magie. Ich gehe da mal kurz hin. Ich will mal sehen, was das Teil mir gibt. Ach so, dieses Zeichen. Alles klar, nee, sorry nicht. Vielleicht könnten wir mit dieser Nadaya oder wie die heißt auch nochmal sprechen. Wollen wir bei Nacht kämpfen? Ich weiß ja nicht. So, mal gucken. Wollt ihr neue Priester? Was sagt denn der? Hier. Moment. Die Herrin des Sees ist eine Gottheit des ältesten Volkes. Von solcher Weisheit und Macht, dass eine einzige Äußerung Hass und Gier besiegte. Moment. Talala. Mhm. Lebt. Können wir hier auch Sachen ablegen? Moment. Haben wir das Quest-Journal nochmal. Au. Oh Gott, shit. Ich dachte, hier kommt der jetzt irgendwie. Oh, ich Idiot. Ich bin so ein Idiot. Nochmal hinlaufen, ne? So viel zum Thema, ja, hier. Ich bekämpfe Dagon aber noch in dieser Folge. Dann überziehe ich halt wieder. Jetzt keine 55 Minuten. Weil das sind ja wirklich zwei Parts, die ich da an einem Tag quasi hochgeladen habe. Sondern, ja. Keine Ahnung. Wird halt, vielleicht wird der 35, 40 Minuten lang. 40 ist mir auch schon irgendwie zu lang. Was soll's hier? Was soll's? Ja, das ist eine Königsvivan.
Muss ich gegen die kämpfen? Gucken, ob die mich attackieren wird. Okay, noch nicht. Das sind normale Wyvern, ist auch nicht viel besser. Vielleicht können wir die auch umgehen. Hier, Tempel. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Weiß nicht, Silberschwert oder mit dem... Ich weiß es einfach nicht. Alles klar, mit dem Silberschwert müssen wir kämpfen. Muss sagen, die Königsbüchern finde ich weniger schlimm als die normalen. Die stören zumindest nicht so stark. Scheiße, ich hätte die Bären nicht wegschmeißen dürfen. Altar des Dagon. Dagon ist da. Moment, hier ist eine Kiste. Hier muss ich eben mal hin. Sehr gut, Alkohol. Das brauche ich hier. Ach du Kacke. Ey, ich hatte übelst Angst bei so einem Shit, ne? Echt übel. Altar des Dagon. Schneller Kampfstil bestimmt, oder? Okay, die Dagon. Warte, vielleicht erst die Kleinen. Und am besten noch nicht schlagen lassen, würde ich mal sagen, ne? Uah. Was? Geht ab. Okay, da kommen neue. Ich hab voll Angst. Aber diese Schweinebacken heilen sich sogar. Der Große bekommt anscheinend irgendwie keinen Schaden. Weil ich treff ihn auch mit Dingen. Zack. Ja, der bekommt Schaden durch... Oder bekommt der Schaden? Moment, ich wollte meinen Himbeersaft nehmen. Zack. Sehr schön. Ey, guck mal, das ist deutlich erhöht jetzt hier, ne? Also ist es nicht. Kommt da Schaden? Ich weiß nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Ist jetzt egal, er absorbiert den Scheiß irgendwie oder so. Alles klar. Können wir dem Schaden zufügen? Nee, der weicht aus. Komplett, ey. Vielleicht mit dem Gruppenkampfstil ist es vielleicht besser. Nein, ich lasse es. Alles klar, Moment. Das ist so aufregend. Die bekommen irgendwie ganz schön wenig Schaden, habe ich immer das Gefühl, ey. Die halten im Vergleich zu anderen Viechern viel mehr aus. Jetzt stirbt doch hier mal. Da kommen die ganze Zeit neue Viecher, das gibt's nicht, ne? Das Ding weicht mir die ganze Zeit aus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Jetzt hört auf, euch zu heilen, ey. Das ist ja noch schlimmer. Ich weiß nicht, ich glaube, der nimmt Schaden dadurch, wenn er irgendwie, weil, ich weiß nicht, er bekommt weniger Leben oder das passiert durch mein Igni. Genau sein. Jetzt stirb hier mal weg. Zack. Guck mal, ganz so viel habt ihr nicht mehr. Auf jeden Fall, egal was ich tue, ich mach's richtig. Tot? Die ist tot. Leute, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Ey, in der Zone. Wir bekommen hier alles. Leute, wir haben es geschafft. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ja, jetzt sollen wir zu Herzen des Sees. Mal schauen, was sie uns gibt. Dagon ist auf jeden Fall tot. Ich würde einfach mal sagen, dass ich gleich den Part beende. Mal gucken. Gut, dann würde ich mal sagen, dass ich hier die Folge beende. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Ciao.